Ratz und Meise. Ein Schlafzimmer, Benedetto kommt in vollem Ornat herein. Mann, war ich gut, ich war so gut, geil! Es klopft aus dem Off, rufe Benedetto, Benedetto. Ja? Meißner kommt rein, Benedetto springt vom Bett auf. Meise! Ratze! Ey, war ich gut? War ich gut oder was? Ey, Ratze, du warst so geil, ey. Da hast sie so geflasht mit deiner Predigt. Das war der totale Hammer, Alter. Ey, und die Wandlung? Wie war die Wandlung? Ey, Alter, die Wandlung ging sowas von ab. Ey, die machen wir demnächst zweimal. Geile Idee, Meise. Kurze Pause. Wir hören wieder Benedetto-Rufe. Meinst du, sie haben mich auch gemocht irgendwie? Ja, klar, Meise. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich flashe sie nicht so richtig. Ey, Meise, mach dich mal locker. Das hat total gerockt, als du das gesagt hast mit dem... Ey, was hast du nochmal gesagt? Ey, nicht mal du hast zugehört. Fucking Bullshit, ey. Ich brauch neue Autoren, ey. Mit der Bibel kacke ich immer ab. Die Benedetto-Rufe aus dem Off werden wieder lauter. Hey, denen zeige ich's. Er zieht seine obere Robe aus, darunter ein T-Shirt, alles Schlampen außer Maria. Die Menge johlt. Die Tür geht auf, der Manager kommt rein. Ey, Ratze, was für eine Performance! Ey, wer ist das denn? Ach, ihr kennt euch ja noch gar nicht. Das ist Tom, mein neuer Manager. Der ist Oberexperte, die Massen mit alten Männern zu begeistern. Ja, ich hab die Europatournee der Stones organisiert. Meißner und Tom schlagen ein. Eine Nonne kommt kreischend hereingestürmt. Ah, Benedetto, ich will kein Kind von dir. Ein Bodyguard, Klammer auf, Messdiener mit dicken tätowierten Armen, Klammer zu, kommt rein. Sorry, sie hat ja auf die Bibel geschworen, dass sie nur aufs Klo will. Das war gar nicht die Bibel, das war der neue Harry Potter. Der Bodyguard zerrt die Nonne weg dabei. Ah, Benedetto, sag mir saubere Wörter, so richtig keimfreie, total harmlose Wörter, bitte, bitte. Ey, Ratze, du burnst echt total. Also, da am Marienfeld, das war Oberfett. Ey, noch 2-3 Jahre, dann bist du auf dem Level von Wojtyla. Wie in 2-3 Jahren? Ey, der Typ hat vielleicht die ganze Scheiße von mir? Ich hab den quasi erfunden, den Polen-Paule. Ah, ist ja gut, Ratze. Das war sowieso erst der Anfang. Weißt du was? Ich bastel dir den komplett neuen Style. Ich hab da ein Konzept in der Schublade, du. Echt? Ich spuck's aus, Alter. Wiedergeburt. Boah. Ja, damit kannst du ganz Asien flashen, du. Ich mach dir eine Tour mit dem Dalai Lama als Vorgruppe. Das wird heißer als Modern Talking. Klingt geil. Und denk doch mal nach über Polytheismus, ja? Das ist merchandising-technisch 1000-mal besser. Sammelalben etc. pp., das könnte abgehen wie bei den Pokémons. Geil! Tom, sag mal, könntest du vielleicht für mich auch einen neuen Style createn? Ja, ich mache in Köln nicht mal die Antoniterkirche voll. Okay, Meise, dann merk dir eins. Wenn du die Kölner flashen willst, dann müssen sie auf deine Scheiße schunkeln können. Klar, Mann? Klar, Mann! Pass auf, ich besorg dir einen Auftritt, der total abgeht. Er nimmt sein Handy. Es klingelt oben bei Biggie Wanninger, der Stunksitzungspräsidentin. Wanninger? Hey, Biggie, altes Lachschiff, wie geht's? Du, hör mal, ich hab einen total geilen Typen. Der ist für die Stunke die Mega-Bereicherung. Aha, okay. Ja, warum nicht? Wie heißt er denn? Gut, abgemacht. Sie legt auf. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf einen fantastischen Nachwuchsstar. Hier ist Kardinal Meißner. Auftritt Meißner ganz in Rosa. Ja, wenn et Örgel steht, dann stomm mal parat und mir strömen in die Kirch. Und jeder hat gesagt, Jesus, Allah, Allah, Jesus, Allah. Der Heilige Geist, der wohnt in Kölle. Der Heilige Geist, der wohnt am Rhin. Ist auf die Stadt total verbaut und der Eberplatz versaut. Doch der Heilige Geist bringt Sonnenschein. Das war Lieblingsstücke auf WDR5. Moderation Moritz Leden-Jakob. Gäste Dietmar Jakobs, Michael Kessler und Richard Rogler. Redaktion Michael Lose. Technik.